Diese Box hier mit dem Loch ist ein gutes Beispiel für das, was man in der Physik einen schwarzen Strahler nennt. Der Ausdruck ist nicht wirklich günstig gewählt, weil schwarze Strahler können, müssen aber nicht schwarz sein. Zum Beispiel sind Sterne in guter Näherung schwarze Strahler und ganz definitiv nicht schwarz. Wir leben sogar in einem schwarzen Strahler. Denn der größte und zugleich perfekteste schwarze Strahler ist das ganze Universum. Um schwarze Strahler zu verstehen, müssen wir zuerst mit der Wärmestrahlung anfangen. In jedem Objekt bewegen sich die Teilchen ungeordnet hin und her. Das ist die thermische Bewegung. Durch diese Hin- und Herbewegung entstehen elektromagnetische Wellen. Das ist die Wärmestrahlung, die von jedem Objekt ausgeht. Je höher die Temperatur, desto intensiver die thermische Bewegung, desto intensiver die Wärmestrahlung. Außerdem verändern sich mit der Temperatur die abgestrahlten Wellen. Sehen wir uns das am Beispiel einer Glühbirne an. Bei geringer Stromstärke leuchtet der Draht schwach rötlich-orange. Wenn ich die Stromstärke und somit die Temperatur erhöhe, beginnt der Draht intensiver zu leuchten und verändert seine Farbe bis hin zu weiß. Dass Farbe und Intensität der Wärmestrahlung von der Temperatur abhängen, hat man übrigens bei allen heißen Objekten, also zum Beispiel auch bei Kohle, Lava oder Glas. Jetzt will man in der Physik aber auch Formeln und Zahlen haben. Und hier kommt der schwarze Strahler ins Spiel. Ein schwarzer Strahler, auch schwarzer Körper genannt, ist ein idealisiertes Modell, mit dem man die Wärmestrahlung eines Objekts mit Formeln berechnen kann. Diese Formeln wurden im Jahr 1900 von Max Planck gefunden. Bevor wir hier ins Detail gehen, möchte ich aber über die grundlegende Idee sprechen, die hinter diesem Modell steckt. Jedes Objekt sendet nicht nur seine eigene Wärmestrahlung aus, sondern es reflektiert auch einen Teil der auftreffenden elektromagnetischen Strahlung. Zum Beispiel ergibt sich durch das reflektierte Licht die Farbe eines kühlen Objekts. Die gesamte elektromagnetische Strahlung, die von einem Objekt ausgeht, ist also immer eine Mischung aus der selbstproduzierten Wärmestrahlung plus der Reflexstrahlung. Ein schwarzer Strahler ist ein idealisiertes Objekt, bei dem man annimmt, dass die gesamte auftreffende elektromagnetische Strahlung komplett absorbiert wird. Ein schwarzer Strahler reflektiert gar nichts. Er strahlt nur aufgrund seiner Temperatur. Er ist also ein reiner Wärmestrahler. Dieser Hohlraum aus schwarzem Naturpapier ist ein gutes Modell für so einen schwarzen Strahler. Man sieht, dass das Loch gewissermaßen schwärzer ist und daran erkennt man, dass die Außenseite gar nicht schwarz ist, sondern dunkelgrau. Also doch ein bisschen etwas reflektiert. Das Loch ist aber ziemlich perfekt schwarz, weil die gesamte auftreffende Strahlung im Inneren durch mehrfache Reflexion praktisch komplett absorbiert wird. Aus dem Loch tritt also keine Reflexstrahlung aus, sondern nur reine Wärmestrahlung. Bei niedrigen Temperaturen wie etwa Zimmertemperatur ist ein schwarzer Strahler also tatsächlich schwarz. Daher auch der Name. Bei höheren Temperaturen beginnt aber so ein schwarzer Strahler ähnlich wie ein Glühdraht zu leuchten. Wenn dieser Würfel innen zum Beispiel 1000 Kelvin hätte, dann würde das Loch rot leuchten, bei 2000 Kelvin orange und bei 6000 Kelvin weiß. Wozu brauche ich aber das idealisierte Modell eines schwarzen Strahlers? Naja, die Strahlung der Sonne sieht in der Realität zum Beispiel so aus. Das ist so komplex, dass man es nicht in eine Gleichung packen kann. Wenn ich die Sonne aber idealisiert als schwarzen Strahler modelliere, dann sieht ihre Strahlung so aus. Und das kann ich mit einer Gleichung beschreiben. Und das bringt uns wieder zu Max Planck zurück. Max Planck fand das Strahlungsgesetz für schwarze Körper im Jahr 1900. Es gibt verschiedene Darstellungsformen, alle sind mathematisch ziemlich komplex. Das hier ist eine der Möglichkeiten. Das Elegante an allen Gleichungen ist, dass nur Naturkonstanten vorkommen. Die Lichtgeschwindigkeit, die Boltzmann-Konstante und das Planck'sche Wirkungsquantum. Dieses H, das später in der Quantenmechanik eine große Rolle spielt, musste Planck, wie er selbst einmal schrieb, in einem Akt der Verzweiflung ins Spiel bringen, damit er die Gleichungen aufstellen konnte. Er brachte dabei, ohne es zu wollen, die Quantenmechanik ins Rollen. In dieser Gleichung steckt mit dem H nämlich schon drinnen,
dass die Strahlung quantisiert ist und nur in Energiepaketen abgegeben werden kann, die ein Vielfaches von H sind. Mit dieser Gleichung kann man die Schwarzkörperstrahlung bei verschiedenen Temperaturen berechnen. Sehen wir uns das am Beispiel von 5 verschieden heißen Sternen an. Man sieht hier zwei Dinge sehr gut. Erstens nimmt die Strahlungsintensität mit steigender Temperatur zu. Der Stern leuchtet also heller. Und zweitens verschiebt sich das Strahlungsmaximum zu kürzeren Wellenlängen. Das beeinflusst die Farbe des Sterns. Kühlere Sterne leuchten rot bis gelb, heißere bläulich. Mittelheiße Sterne wie die Sonne strahlen alle Farben ungefähr gleich intensiv aus und leuchten daher weiß. Auch die Sonne ist, wenn sie hoch am Himmel steht, immer weiß zu sehen. Wie gut stimmt das idealisierte Modell eines schwarzen Strahlers mit der Realität überein? Nicht perfekt, wie ich schon vorher gezeigt habe, aber immerhin doch so gut, dass man mit Hilfe des Modells sehr interessante Schlussfolgerungen ziehen kann. Hier in dieser Abbildung ist zum Beispiel die Schwarzkörperstrahlung so gewählt, dass sie von der Gesamtintensität her der realen Strahlung der Sonne entspricht. Mit anderen Worten, die Flächen unter diesen beiden Kurven sind gleich groß. Die idealisierte Schwarzkörperstrahlung passt zu einem Objekt mit rund 5800 Kelvin. Ich kann also jetzt den Rückschluss ziehen, dass auch die Sonnenoberfläche etwa 5800 Kelvin beträgt. Und das ist auch der Wert, den man in der Literatur lesen kann. Auf diese Art und Weise kann ich die Oberflächentemperatur jedes beliebigen Sterns bestimmen, wenn ich sein Spektrum analysiere. Der perfekteste schwarze Strahler ist das Universum selbst. Hier decken sich Modell und Realität praktisch vollständig. Die Wärmestrahlung des Universums nennt man Hintergrundstrahlung. Wo kommt diese aber her? Zunächst war das Universum so heiß, dass die Materie in Form eines Plasmas vorlag, also in Form eines ionisierten Gases. Ein Plasma ist immer undurchsichtig. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Flamme einer Kerze. Diese Undurchsichtigkeit kommt daher, dass die Photonen immer an den geladenen Teilchen gestreut werden. 380.000 Jahre nach dem Urknall war die Temperatur des Universums auf etwa 3000 Kelvin abgesunken. Die Atomkerne konnten die Elektronen endlich einfangen und das Universum wurde durchsichtig. Aus dieser Zeit stammt die Hintergrundstrahlung. Sie ist gewissermaßen der Fingerabdruck des jungen Universums. Könnte man das Universum im damaligen Zustand betrachten, dann würde es orange ausschauen, wie jeder schwarze Strahler mit 3000 Kelvin. Seitdem hat sich das Universum aber ungefähr um den Faktor 1000 ausgedehnt. Somit sind auch die Wellenlängen aller elektromagnetischen Wellen um den Faktor 1000 angewachsen. Umgekehrt ist die Temperatur auf ein Tausendstel gesunken und liegt heute nur mehr ungefähr bei 3 Kelvin. Ziemlich frostig. Das Maximum der Hintergrundstrahlung liegt heute übrigens im Mikrowellenbereich. Das ist das bekannte Bild der Hintergrundstrahlung des Universums. Es ist quasi ein Wärmebild oder besser gesagt ein Kältebild des Universums. Man darf sich von diesen Sprenkeln aber nicht irritieren lassen. Das Universum ist praktisch überall gleich kalt. Diese winzigen Temperaturschwankungen liegen nur im Bereich von Zehntausendstel Kelvin. Diese klitzekleinen Schwankungen sind für uns aber extrem wichtig. Sie sind nämlich die Ursache, dass sich später dann Galaxien und Galaxienhaufen gebildet haben. Ohne diese Schwankungen gäbe es uns gar nicht.